Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte hier eine Ergänzung machen zu meinem Video Covid-19, was wir prophylaktisch wirklich tun können, was ich vor 3 Tagen ins Netz gestellt habe. Denn mit Datum von heute ist es in Österreich nun Pflicht, Masken zu tragen. In Supermärkten und Drogeriefilialen dürfen die Menschen künftig nur noch mit Mundschutz einkaufen. Und ich hatte ja in meinem Video erwähnt, dass der rein studientechnische Hintergrund von Mund- und Nasenmasken absolut strittig ist und dass Mund- und Nasenmasken nicht wirklich für Virenschutz geeignet sind. Trotzdem kann natürlich ein solcher Mundschutz sinnvoll sein, nämlich zum Fremdschutz. Durch ihn kann man andere Menschen zumindest einigermaßen vor den Viren schützen, die man möglicherweise selbst beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt. Momentan gibt es weltweit so viele Witze, Geschichten und Lektionen fürs Leben auf WhatsApp. Ich gehe davon aus, dass einige von Ihnen eine Resonanz haben zu etwas, was Ihnen vielleicht in schwierigen Zeiten weiterhelfen kann. Das Folgende hat mir ein Gefühl von Frieden und Hoffnung gegeben, sodass ich es mit Ihnen teilen möchte. Es ist von einem Lehrer in China, der über den Shutdown nachdenkt. Er schreibt: Wir beenden gerade unsere 7. Woche des E-Learnings. 7 Wochen, in denen wir hauptsächlich ans Haus gebunden sind und 7 Wochen voller Unsicherheit. Wir sind gesund, wir sind glücklich und wir sind demütig. Wir dürfen uns jetzt mit einem grünen QR-Code frei bewegen, den wir vorzeigen, wenn wir unsere Temperatur messen. Sie bekommen ihre Temperatur überall gemessen und es ist einfach Teil der Routine geworden. Die meisten Restaurants und Einkaufszentren sind jetzt geöffnet und das Leben kehrt in unsere Stadt zurück. Während wir beobachten, wie der Rest der Welt seine Zeit im Inneren beginnt, sind hier einige meiner Überlegungen zu den letzten 7 Wochen. Akzeptieren Sie, dass Sie keine Kontrolle über die Situation haben. Lassen Sie alle Gedanken los, zu viel für die nächsten 1 oder 2 Monate zu planen. Die Dinge ändern sich so schnell. Seien Sie nicht böse und verärgert über das System. Die Angst nimmt ab und Sie machen das Beste aus der Situation, was auch immer das für Sie sein mag. Akzeptieren Sie, dass dies so ist und die Dinge werden einfacher werden. Versuchen Sie, nicht zu viele Medien anzuhören oder zu lesen oder anzusehen. Es wird Sie nur verrückt machen. Es gibt einfach zu viel Information. Das Gemeinschaftsgefühl, das ich in dieser Zeit empfunden habe, ist unglaublich. Ich konnte wählen, für wen ich meine Energie verwenden wollte, wen ich anrufe, wem ich Nachrichten sende und mit wem ich mich verbinden wollte, und stellte fest, dass sich die Qualität meiner Beziehung verbessert hat. Schätzen Sie die erzwungene Auszeit. Wann haben Sie jemals so viel Zeit gehabt? Ich werde es vermissen, wenn wir zur rasanten Geschwindigkeit der realen Welt zurückkehren werden. Die Zeit vergeht so schnell. Ich habe das Gitarrenspielen, welches ich lernen wollte, immer noch nicht begonnen, und es gibt DVD-Boxen von TV-Serien, die ich noch nicht gesehen habe. Als Lehrer sind die Beziehungen, die ich zu meinen Schülern aufgebaut habe, weiter gewachsen. Ich habe es geliebt zu sehen, wie unabhängig sie geworden sind, sich selbst zu filmen, um auf Aufgaben zu reagieren und gleichzeitig wichtige Lebenskompetenzen wie Gleichgewicht, Risikobereitschaft und Problemlösung zu erlernen, die selbst wir als Erwachsene noch lernen müssen. Sie lernen, die kleinen Dinge wieder zu schätzen, der wärmende Sonnenschein durch das Fenster, blühende Blumen zu bewundern oder einen Kaffee im Freien genießen zu können. Für diejenigen, die gerade diese Reise beginnen, Sie werden durchkommen. Hören Sie zu, was Ihnen gesagt wird, befolgen Sie die Regeln und achten Sie aufeinander. Ich wünsche allen Zuhörern dieses Videos eine gute und gelassene Reise durch die kommenden Wochen. Lassen Sie sich nicht von der Angst anderer lähmen, sondern haben Sie Vertrauen ins Leben und bleiben Sie gesund. Sehen Sie sich diesbezüglich noch einmal mein Video Covid-19, was wir prophylaktisch wirklich tun können, an. Ihr Jan Wiegel. Terminado.